Herzlich willkommen zu meinem Beitrag zur Office 365 Convention. Mein Name ist Sarah Kucher und ich unterrichte an einem Bundesoberstufen-Realgymnasium im schönen Graz in Österreich. Meine Fächer sind Mathematik und Französisch und ich bin jetzt schon seit 4, 5 Jahren ein riesengroßer Fan von OneNote und in diesem Video möchte ich euch jetzt vielleicht so mein Lieblingstool zeigen in diesem Zusammenhang. Und zwar handelt es sich dabei um den OneNote Web Clipper. Der OneNote Web Clipper ist ein extrem praktisches und kostenloses Erweiterungsprogramm von Microsoft. Mit diesem Clipper kann man alles, was man im Web bei Online-Recherchen findet, in OneNote speichern, ohne dazu OneNote öffnen zu müssen, beziehungsweise ohne dazu das aktuelle Programm, also die Internetseite, verlassen zu müssen. Alles, was man mit OneNote Clipper ausschneidet, also sei es eine gesamte Website oder nur Teile davon, steht einem dann auf allen Endgeräten zur Verfügung, auf die man OneNote installiert hat. Das heißt, man kann das Ganze dann auch offline anschauen. Das Tool ist wie gesagt kostenlos und kann mit den gängigsten Browsern verwendet werden. Zur Installation. Man muss wissen, dass es sich um eine Browsererweiterung handelt. Also das ist jetzt nichts, was man OneNote hinzufügt, sondern etwas, das man dem Browser hinzufügt. Und je nachdem, mit welchem Browser man sucht, wird einem gleich der passende Clipper dazu angeboten. Die Installation ist dann im Prinzip ganz simpel und man sieht dann auch das Icon in dieser Suchleiste oder neben dieser Suchleiste. Ihr seht es hier, bei mir schaut das dann so aus, beziehungsweise zeige ich euch das dann später an einem Beispiel. Zur Verwendung. Man kann bei der Internetrecherche Inhalte, die man interessant findet und möglicherweise auch erst später genauer durchlesen möchte, in OneNote abspeichern. Dazu gibt es 4 Speichermöglichkeiten. Man kann entweder eine ganze Seite speichern, dann erscheint dann auch die komplette Seite in dem Notizbuch. Man kann als zweite Möglichkeit einen Bereich abspeichern. Da macht man nichts anderes als einen Bildausschnitt im Prinzip. Und die dritte Option ist der Artikel. Damit speichert man nur den Text der Website ab, also ohne Werbung oder sonstige Dinge, also den kompletten Fließtext. Beim Artikel lässt sich der Text auch ein bisschen verändern. Man kann an der Schriftgröße etwas verändern, man kann die Schriftart verändern und man kann Dinge markieren. Das zeige ich euch noch später. Und die vierte Option ist dann das Lesezeichen. Hier fügt der Clipper ein kleines, platzsparendes Lesezeichen in eine OneNote-Seite ein. Dieses Lesezeichen besteht so aus einem kurzen Titel, einem kleinen Bild dazu und natürlich auch dem Link, der dann zur Seite führt. Beim Abspeichern an sich kann man dann auch das Notizbuch wählen, in das die Seite oder der Artikel oder das Lesezeichen eingefügt werden soll. Und was noch ziemlich cool ist, man kann bei allen 4 Optionen auch einen Kommentar hinzufügen. Ist vielleicht gar nicht so unpraktisch, ihr kennt es vielleicht, man sucht Dinge, vielleicht jetzt für den Unterricht und sucht und speichert eben der Reihe nach Inhalte ab, was da eben schon mit diesem Webclipper ungemein praktisch ist, weil das wird einfach sofort alles in ein Notizbuch verschoben und man kann sich das eben später anschauen. Und zusätzlich gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dann dazu zu schreiben, warum man jetzt diese Seite abspeichern wollte oder was eben die Idee dahinter war. Dann sieht man dann auch im Nachhinein, ah ja, genau, ich habe dabei an das gedacht oder das war meine Intention dahinter. Das ist dann oft im Nachhinein, wenn man sich das alles anschaut, was man abgespeichert hat, weiß man das ja unter Umständen nicht mehr. Daher diese ziemlich praktische Option.
Gut, genug geredet. Ich hätte gesagt, wir schauen uns das jetzt an einem konkreten Beispiel an. Ich habe schon was vorbereitet und gehen jetzt in den Browser meiner Wahl, aber er funktioniert, wie gesagt, auch in den anderen Browsern. Und ihr seht, hier ist der OneNote Web Clipper hier oben angeführt. Und ich habe auch schon jetzt eine Seite geöffnet, und zwar geht es um Garfield. Ich klicke jetzt auf das Icon und wir sehen hier schon die vier Optionen. Ganze Seite, Bereich, Artikel oder eben Lesezeichen. Hier ist das der Artikel, also schlägt er automatisch den Artikel vor. Ihr seht hier das Feld Notiz hinzufügen. Ich könnte jetzt sagen für Freitag. Beim Artikel kann ich dann zusätzlich noch Dinge markieren. Ich kann jetzt zwischen zwei Schriftarten wählen und die Schriftgröße verändern. Das ist jetzt nicht so interessant, weil das kann ich ja dann sowieso in OneNote. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht findet es der eine oder die andere, ganz praktisch. Gut, und bei den anderen Feldern schaut das relativ ähnlich aus. Und hier kann ich dann den Speicherort wählen. Ich habe am Anfang schon meinen Speicherort, also beim Downloaden, der, glaube ich, halt das definiert, was er für mich als Speicherort wählen soll. Ich könnte hier das jetzt aber nochmal verändern und ein anderes Notizbuch aussuchen. Wir bleiben jetzt bei diesem Schulung Office 365 und ich klicke jetzt so auf Ausschneiden. Hier seht ihr schon, hier wird der Artikel ausgeschnitten, dann ist er erfolgreich ausgeschnitten und ich könnte jetzt auf den Button klicken, in OneNote anzeigen. Dann würde er natürlich die Webversion öffnen. Das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte zurück in die Desktop-App, von der ich ein Riesenfan bin und in der wir ja vorhin waren. Und schauen wir mal, ob das jetzt schon da ist. Ja, hier ist es schon. Der Artikel zur Website, die wir gerade gelesen und gesehen haben, mit der Notiz für Freitag, dem Link, woraus ich das ausgeschnitten habe. Und dann hier in dem Fall wirklich der komplette Fließtext. Gut, das war es jetzt zum OneNote Web Clipper. Also ich finde, das ist schon eine ziemlich praktische Sache, die jetzt zum Beispiel Routinearbeit beim Dokumentieren von Webinhalten extremst erleichtert. Und man könnte zum Beispiel jetzt online recherchieren und online die Seiten der Reihe nach in so ein Notizbuch abspeichern und vielleicht dann, wenn man offline ist, dann diese Seiten einzeln bearbeiten. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass es lehrreich war. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und vor allem viel Spaß noch mit den weiteren tollen Beiträgen, die ihr hier zu hören und sehen bekommen werdet. Tschüss!